Heute ist es so wieder soweit. Wir testen, ob Produkte ihre Werbeversprechen halten. Und ich bin nicht allein, ich habe halt meinen YouTube-Kollegen, den Konstantin, bei mir. Servus, grüß dich, Michael. Und servus, Zuschauer. Ja, ich bin heute mal hier, um nicht Produkte zu testen, sondern wir wollen gucken, ob die Werbeversprechen der Unternehmen das halten, was sie auch versprechen. Das wird witzig. Ja. Ich bin enttäuscht, dass es funktioniert. Michael, du kennst es auch, oder? Du bist auf Instagram und plötzlich bam, ploppt die Werbung auf und es wird dir angezeigt. Unterwasserklebeband. Oh ja, oh ja. Ja. Oder den Werkzeugnuss, die den ganzen Werkzeugkasten ersetzt. Das ist doch das, was du angezeigt bekommst. Ich denke mir jedes Mal, was geht da ab? Und genau das testen wir heute. Wir haben hier vier sehr vielversprechende Produkte und wir wollen heute die Wahrheit haben. Die Wahrheit, ja. Die Wahrheit, ob alles wie beworben funktioniert und ob sie euer hart verdientes Geld wert sind. Let's go. Let's go. Als erstes ist mir letztens so ein Holzspalt-Dings über den Weg gelaufen. Übrigens, wichtig sei für die Zuschauer zu sagen, das, was wir euch gleich zeigen, und das gilt für fast alle Teile, auf den Original-Webseiten zahlst du da teilweise dreimal so viel, als wenn du bei Amazon eingibst, irgendwie Holzspalt-Dings. Ja, Holzspalt-Dings. Also es sind solche Holzspalt-Dings-Dinger. Also grundsätzlich, klar, ist mal erstmal so ein riesen Gewindebohrer und in dem Video sah das sehr einfach aus. Einfach drauf. Angesetzt, rein und dann hat sich das Holz gespalten. Komm. Mach mal. Ja gut, okay, also. Also da ist Bums. So, jetzt probier's mal, aber versuch mal mehr am Rand. Am Rand, ja. Das dann geht's vielleicht, warte mal, ich halte es so. Okay, dann. Ja, siehst du, das ist aber auch Hartholz. Wollte gerade sagen, hast du hier das? Ah, oh ja. Okay, gut. Hm? Mach mal weiter, vielleicht geht's dir besser. Also dünne Spalten, ja, aber ich glaube, jetzt, wenn wir hier wieder auch genau reingehen, dann haben wir dasselbe wie gerade schon. Also ich glaube eher, dass dir jetzt deine Akkuschraube abbraucht hier. Jetzt ist vorbei. Und das ist jetzt nicht gerade der schwächste Akkuschrauber. Also ich muss sagen, ich bin echt überrascht, ich habe es mir besser vorgestellt. Ja, also das ist wirklich, vor allem da hätte ich mir mehr erwartet, dass das hier wirklich aufspannt. Und vor allem, wenn du es rausmachen willst, Verletzungsgefahr. Geht halt, ich meine, du musst es jetzt mit der, ja, lass es. Komm. Ja, die alles Tester. Ja, aber jetzt ich frage mich, wozu brauche ich das Ding, wenn ich ganz ehrlich mit einer Axt mir ganz einfach schöne kleine Scheibchen abhacken kann. Ja, bitte. Ja, nee, das war jetzt nicht, aber also, behalten oder wegschmeißen? Wegschmeißen, gar nicht kaufen. Wer nimmt also, da? Was ist der Sinn dafür? Vor allen Dingen, jetzt nimm eine SDS-Aufnahme. Hilft das, wenn du einen Schlag hättest? Nee, oder? Oder ein kräftiger Akkuschrauber, ja. Verreicht dir ja alles. Ich meine, das war ja also, ganz ehrlich, nee. Ich weiß es nicht, was hier. Behalten oder wegschmeißen? Wegschmeißen, gar nicht kaufen. Auch, auf jeden Fall, wegschmeißen. Ich würde eine Axt nehmen. Also das ist Quatsch, vor allem, wenn man jetzt sagt, man ist irgendwie ein älterer Herr oder eine Dame und möchte damit, vergiss es, du hältst das Ding nicht. Ja, und vor allem, es ist nur gefährlich, es hat überhaupt keine Erleichterungsmöglichkeit, wie ihr deutlich sehen konntet. Schrott. Nächstes Werkzeug habe ich schon leider, muss ich sagen, ein bisschen Erfahrung damit. Das ist so ein Stahlentgrater. Ja? Wir gucken uns mal an, was das Ding können soll. Ah, ja, die kenne ich, ja. Genau. Kostet hier 24,99 Euro. Regulärer Preis 49,99 €. Genau, und wenn man dann mal auf Amazon guckt, was das Ding auf Amazon kostet. Oh, 15 Euro. Also ich empfehle euch immer, wenn ihr solche Social-Media-Produkte seht und die unbedingt austesten wollt, schaut immer bei Amazon, weil da gibt es das in 99,98437% der Fälle, mit Sicherheit. Also, wir gucken mal, ob das Ding verspricht, was es hält. Und zwar kann ich damit mühelos irgendwelche Gewinde oder irgendwelche Rundmaterial kann ich oben anfassen. Also hier zum Beispiel, wenn jetzt Gewindestang abgeflext ist, da hast du ja oben den Grat. Den könnte ich hier praktisch brechen, damit ich da die Butter schön draufbringe. Ja, so ist das Werbeversprechen. Oh ja, dann wir schauen wir nur noch. So, hier haben wir jetzt eine Gewindestange, die frisch abgeschnitten wurde, schön mit Grat. Also gut gemacht, muss ich schon sagen. Okay. Das ist Glanzleistung. Da braucht man so einen Grater dann auch. Ja, dafür habe ich ihn damals gekauft gehabt. Ah, okay. Ja, no joke. Aber jetzt probieren wir, ob das Ding funktioniert. Ja, sparen wir mal ein. Gib ihm. Sollte reichen, oder? Also der Grat ist noch da, aber die Mutter geht drauf. Also oben das Gerade wird es nicht wegkriegen. Ja, das wirst du wahrscheinlich nicht kriegen. Ja. Ja, gut, okay, lass mal durchgehen. So. Aber das oben, das kriegst du nicht weg, den Püppel da. Jetzt gucken wir mal, ob man da ein bisschen. Grundsätzlich funktioniert's.
Ich muss aber dazu sagen, sobald man das Ding öfter benutzt, fängt es langsam an oder relativ schnell an. Stumpf. Genau, da spart dann nämlich gar nichts mehr. Also in dem Fall hätte ich gesagt, hat es funktioniert. Aber nicht zu viel. Ja? Wenn das was, bist du zu viel des Kunden, jetzt kriegst du die Mutter nicht mehr drauf. Jetzt hast du oben keine Gewindegänge mehr. Also jetzt hast du die Gewindestange wieder versaut. Jetzt sieht man auch, dass sie versaut ist, weil sie geschnitten ist. Genau. Und irgendwie gequetscht. Gequetscht. Ja. Also nicht wirklich. Also nicht benutzerfreundlich, so muss man sagen. Also Fazit, Schrott or not? Mittel gibt's das auch? Nein. Schade. Wenn man es bedingt richtig benutzt, könnte es vielleicht kurze Zeit halten. Ich glaube nicht. Aber kurze Zeit, das ist genau das. Also ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich mir die Schneide anschaue, die ist schon am Arsch. Also es gibt sowas auch in hochwertig. Ja. Dann bist du aber bei 60, 70 Euro für den Hobbyheimwerker wahrscheinlich eher was. Ich würde sagen, das Ding ist Schrott. Ja, weil das Ding kannst du zwei, dreimal benutzen und danach ist es Müll. Die gab es im Dreierpack irgendwie für 10 Euro. Also Quatsch. Wer kennt's nicht, schon seit Jahrzehnten im Umlauf der Universalsteckschlüssel? Oh ja, ich kenne ihn. Und mit diesen ganz feinen Pins innen drin, oder? Genau, ja. Und der soll am besten ersetzt dir deinen ganzen Werkzeugkasten. Also du brauchst auf der Autobahn nicht stehen bleibst, brauchst nur diesen Schlüssel. Ja, klar. Das ist ja alles. Also so schaut das gute Teil aus. Was das ist, hier sind so Stäbe drin, die kann man reindrücken. Heißt, die passen sich oder sollen sich der Mutter anpassen. Heißt, egal ob groß oder klein, ich kann die Mutter drehen. Soweit das Werbeversprechen. Also, wir haben jetzt mal hier ein paar Bolzen vorbereitet. Wir schauen mal, ob das funktioniert. Rein. Raus. Müssen wir nochmal probieren. Ich kann es kaum glauben. Also, ich muss sagen. Ja, auch fest, oder? Also, das ist. Oh, mehr als fest, okay. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin enttäuscht, dass es funktioniert. Ich kann die Dinger eigentlich nicht empfehlen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also ich bin eigentlich komplett der Gegner von den Dingen. Ich bin leider gerade echt überrascht, dass es geht. Ja. Fazit, Schrott or not? Hot, also das Ding läuft. Also ich würde auch sagen, bevor man nichts hat, also wenn du wirklich in der Prärie irgendwo stehst, dann mag das Ding vielleicht ein Retter in der Not sein, aber ob es jetzt wirklich in den Werkzeugkasten für tägliche Mechanikerarbeiten oder du möchtest jetzt dein Auto rumschrauben, also dafür würde ich es nicht empfehlen, aber als Notding. Eine schnelle Lösung, ja. Also man hat ja gesehen, wie es auch eiert beim Schrauben, das ist kein sicheres Gefühl und bestimmt kein sicheres Arbeiten, aber ein schneller Problemlösung. Aber ein Bolzen ist schon am Arsch. Ja, super. Also, ich empfehle es nicht, obwohl es funktioniert hat, aber ich rate trotzdem davon ab. Steckschlüssel ist ein Steckschlüssel. Ja, ist das. Genau, also Schrott. Meines Erachtens, das müsst ihr natürlich selber entscheiden. Jetzt haben wir was ganz Geiles. Das haben die Zuschauer gewünscht, und zwar Hammersmith. Oh, Hammersmith. 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 Die Hammersmith Drillbit Pro. Ja, wir gucken uns mal an, was das Ding alles können soll. Wir schauen mal. So. Die Hammersmith Drillbit Pro Profi Bohrköpfe wurden zum Bohren. Bohrköpfe? Hört sich schon so richtig so. Das sind keine Bohrer. Nein. Bohrköpfe. Das sind Bohrköpfe. Also zum Bohren von nahezu allen Materialien entwickelt, die mit Standard-Bohrköpfen nicht Die Hammersmith Standard-Bohrköpfe. Also ich mache auch standardgemäß, bohre ich meine Löcher in die Bremsscheibe immer selbst. Mach ich schon, wenn ich das sehe. Ja, aber was kann er denn? Werden können, das heißt Beton, Ziegel, Keramik, gehärteter Stahl, Granit, Kunststoff, Holz, Marmor und Glas. Und direkt durch den Hammer, problemfrei durch. Hier haben wir sie, die Hammersmith Bohrköpfe. Da wollen wir jetzt mal gucken, ob das alles das kann, was sie. Glas, Keramik, Stein, gehärteter Stahl, Hammer, alles da. Wenn wir jetzt testen. Also sie haben sie, unsere Hammersmith. Profi-Bohrköpfe. Erst, da wollen wir jetzt mal probieren, direkt mal gehärteter Stahl. Keine Schlagfunktion. Der Ernst jetzt? Das funktioniert ja. Ja, klar. Ich bin da. Also, er schaut ein bisschen mit Mitleidenschaft genommen aus, aber. An der Stelle muss ich mal ganz kurz unterbrechen. Und zwar: Bremsscheiben sind nicht gehärtet. Das ist sogar ein relativ weiches Material, also kein Problem für einen halbwegs vernünftigen Bohrer, in eine Bremsscheibe zu bohren. Wir haben es dann nachträglich nochmal mit einem frischen Bohrer und einem Hammer, und ein Hammer ist gehärteter Stahl, probiert. Und ihr seht, da geht gar nichts mehr. Da geht vielleicht 3-4 Späne. Und dann ist der Bohrer direkt stumpf und nicht mehr zu gebrauchen. Man kann danach gar nichts mehr bohren damit. Oh.
Die Hammersmith Drill Bit Pro Profi Bohrköpfe wurden zum Bohren von nahezu allen Materialien entwickelt, die mit Standardbohrköpfen nicht gebohrt werden können. Nee, vergiss es. Oh! Der war kurz vorm Glühen. Also, komm, direkt live Fliese hinterher. Komm, geht ja alles. Geht alles, ja, alles. Fliese, alles. Ich will mal ohne Spray. Ohne Spray, genau. Die Hammersmith Drill Bit Pro Profi Bohrköpfe wurden zum Bohren von nahezu allen Materialien entwickelt. Hör auf. Schau dir an. Der ist komplett ausgeglüht. Der Qualm. Siehst du das? Der qualmt richtig, also der ist komplett ausgeglüht. Der ist auch stumpf schon. Der ist durch. Ja gut, wir haben noch ein paar Sachen vor uns. Ja. Glas, Fliese, Beton. Das heißt Beton, Ziegel, Keramik, gehärteter Stahl. Ist ja so, nicht so, dass so ist das Werbeversprechen. Im echten Leben gehe, ich fange ja auch nicht an mit dem härtesten und was leichte. Alles klar, also Beton. Also ich bin komplett schon mal verlaufen, um gefühlt 10 mm. Und zum Bohren von nahezu allen Materialien entwickelt, die mit Standardbohrköpfen nicht gebohrt werden können. Das heißt Beton, Ziegel, Keramik, gehärteter Stahl, Granit, Kunststoff, Holz, Marmor. Gutes, gute Glas, Holz. Da geht auch nochmal viel. Also, ich sag mal ganz ehrlich. Also durch Holz geht doch alles, was rund ist und einen Grat hat, oder? Da brauche ich jetzt, also da brauche ich mich entbrüsten. Interessant wird's jetzt. Das Glas. Bei Glas. Ja. Also als nächstes haben wir hier unser Glas und unseren schon bewährten Bohrer. Jetzt füllen wir da natürlich fairerweise Wasser rein, dass da ein bisschen Kühlung herrscht. Gehärteter Stahl, Granit, Kunststoff, Holz, Marmor und Glas. Nee, du machst den Cocktail. Ich hab's nicht einmal. Ja, also ich hab's. Perforiert. Wir gucken jetzt mal fairerweise. Wir nehmen jetzt mal einen anderen Bohrer. 9. Oh, das hört sich immer an. Okay. Okay, also da war. Ich möchte das Ganze durchbohren. Ja. Aber okay, geht durch. Aber die. Sagen wir es mal so. Die Frage ist ja nicht, ob das bei einem neuen Bohrer durchgeht. Die Frage ist, wenn ich den Bohrer für 8 Fliesen brauche, für 3 Gläser und für gehärteten Stahl, dann möchte ich das aber vis-à-vis immer machen können. Genau. Aber ich würde mal einfach fairerweise sagen, weil Stahl am Anfang war echt hart. Gehen wir mal jetzt auf Keramikfliesen und dann die Fliesen durch, weil dann haben wir das Werbeversprechen. Ah, und schon durch. Mhm. Und dann hörst du es immer gleich, wenn es dann aufhört zu dingsen, dann weiß ich, dass er durch ist. Aber jetzt geht nichts mehr, ne? Ne, jetzt ist er am Arsch. Ja. Das heißt, also bei Fliese, Glas. Komm, ich nehme noch mal einen. Wir probieren einfach. Qualmt, das verbrennt sich wieder. Keine Chance, der glüht schon wieder aus. Halte mal in die Kamera, wie der glüht. Boah. Der ist so, der komplette Bohrspitze ausgeglüht. Mit Standardbohrköpfen nicht gebohrt werden können. Das heißt Beton, Ziegel, Keramik, gehärteter Stahl, Granit, Kunststoff, Holz, Marmor und Glas. Es glüht! Ja, der ist am Arsch. Also der ist durchgeglüht. Das ist eine stinknormale Fliese. Das heißt, einfach mal im Bad mal ein Regal aufhängen mit diesem supergeilen Universalbohrer. Nein. Kannst vergessen, weil ich komme nicht mehr durch die erste Fliese durch. Du kommst nicht mehr durch die Glasur durch. Was mich jetzt interessieren würde, ist, kann ich damit weil ein Bild aufhängen? Ein Dübel in die Wand? Stimmt. Beton. Kann ich danach noch Stahl bohren? Beton, Ziegel, Keramik, gehärteter Stahl, Granit, Kunststoff, Holz, Marmor und Glas. Ja. Ein Kratzer. Wo genau? Da hast du einen Steinschlag in der Bremsscheibe. Konstantin, was hältst du von den Hammersmith Bohrköpfen? Besten Bohrer, die ich jemals in die Tonne geschmissen habe. Genau. Also es ist, wie du gesagt hast, wenn ich wirklich im Badezimmer bin und ich möchte ein Regal aufhängen, ich möchte irgendwas mit einer Fliese aufhängen, dann nehme ich den Bohrer, bohr einmal rein, das mag gehen, aber danach ist das Ding am Arsch. Ja. Wenn wir überhaupt durchkommen auf die Fliese, weil du hast das Problem, die Fliese haben wir nicht geschafft. Wir sind nicht einmal durch die Fliese gekommen, selbst mit dem neuen Bohrer. Das heißt, ich kaufe mir ein Set für 70 Euro. Und dann komme ich nicht mal durch eine Fliese, ich kann nicht mal ein Badregal aufhängen. Und da kaufe ich mir das Set Die Hammersmith Drillbit Pro Profi Bohrköpfe. Universal, damit ich eben nicht 10 Sätze habe. Genau das ist es. Das ist ja das Verkaufsversprechen. Ich habe quasi einen Satzbohrer, mit dem kann ich mein gehärtetes Material, das also
Das ist ja alles schön und gut. Aber wenn ich nach einmal bohren der Bohrer am Arsch ist, dann, vorbei. Also ganz ehrlich, mir erschließt sich sowieso nicht, wieso man so einen Satz Bohrer braucht. Wenn ich weiß, ich bohre eine Fliese, dann kaufe ich mir einen vernünftigen Steinbohrer. Ja. Wenn ich weiß, ich bohre Holz, kaufe ich mir einen Bohrer mit Zentrierspitze. Wenn ich weiß, ich bohre Metall, dann kaufe ich mir Stahlbohrer. So ich kaufe mir, weil da kaufe ich mir lieber ein Stahlbohrer-Set für 35 Euro und kaufe mir 2, 3 vernünftige Steinbohrer im Baumarkt. Du brauchst ja bloß eine Größe. Was brauche ich denn? Für wann brauche ich denn? Was ist das Größte hier? Ein 12er oder ein 14er Stein-Universalbohrer? 3 bis. Also ganz ehrlich, Schrott or not? Schrott. Mehr Schrott. Also auf keinen Fall kaufen, würde ich definitiv davon abraten, Werbesprechen. Nicht. Nicht erfüllt. Weiß. Null. Ja. So, jetzt wisst ihr, was ihr kaufen könnt oder auch nicht. Wo sie Geld sparen oder auch beziehungsweise wo man sein sauer verdientes Geld nicht ausgibt. Und welche Märchen uns mal wieder in den Medien erzählt wird, was möglich ist und was überhaupt gar nicht möglich ist. Oh Wunder! Ja. Ich sag nur unter Wasser klären. Batsch! Beim nächsten Mal dann.